Wie mächtig war Professor McGonagall eigentlich wirklich? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Professor McGonagall ist eine der beliebtesten Figuren der Harry Potter-Reihe und war eine erfahrene Hexe mit einem umfangreichen logischen Wissen und Können. Sie war unter ihresgleichen respektiert in der Lehrschaft und es ist ziemlich offensichtlich, dass Minerva mächtig war. Aber wie mächtig sie war, weiß man nicht wirklich. Während ihrer Schulzeit stellte sie einen beeindruckenden Rekord auf. Sie erreichte Spitzennoten bei ihren ZAG- und UTZ-Prüfungen. Sie war Vertrauensschülerin, Schulsprecherin und Gewinnerin des Bester Newcomer-Preises. Sie schaffte es, gefördert durch ihren Verwandlungslehrer Dumbledore, Animagus zu werden und war bis zum Ende ihrer Schullaufbahn als Mitglied ihres Hausteams auch noch im Quidditch-Sport aktiv. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Minerva 2 Jahre beim Zaubereiministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung. Einige Kollegen im Ministerium hatten eine sehr geringe Wahrnehmung von Muggeln und Minerva, die ihrem Vater sehr nahe stand und sich sogar in einen Muggel verliebte, gefiel diese Umgebung nicht wirklich. Trotz alledem hat sie sich hervorragend in ihrer Arbeit gemacht, denn sie war schon immer eine hervorragende Schülerin, eine fleißige Arbeiterin und von Natur aus magisch sehr begabt. Ihre Arbeitsmoral verschaffte ihr schließlich die Aufmerksamkeit und den Respekt ihres Chefs. Nach einiger Zeit im Ministerium begann McGonagall jedoch ihre Familie und ihr Zuhause in Schottland zu vermissen und äußerte gegenüber ihrem Chef, dass sie das Ministerium bald verlassen würde. Ihr Chef versuchte ihr sogar eine Beförderung anzubieten, um sie zu halten, und auch dies war ein Angebot, welches sie höflich ablehnte. Aber obwohl sie nach Hause zurückkehren wollte, wollte sie nicht ganz aufhören zu arbeiten, was dazu führte, dass sie sich an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei bewarb. Dort wurde McGonagall sofort eine Stelle angeboten. Als sie nach Hause zurückkehrte, war sie am Boden zerstört, als sie erfuhr, dass ihr ehemaliger Liebhaber Dougal McGregor eine Einheimische geheiratet hatte. Sie wusste, dass sie ihn abgewiesen hatte, ohne ihm jemals eine richtige Erklärung zu geben, und deswegen hatte sie Frust. Es wurde tatsächlich enthüllt, dass McGregor schließlich von Todessern willkürlich ermordet wurde, 1970 inmitten des Zauberkrieges. Später im Leben fühlte sich McGonagall zusätzlich schuldig, weil sie Dougal verlassen hatte, denn sie fragte sich, ob er überlebt hätte, wenn sie geheiratet hätten. Sie entschied sich dazu, nicht dem Orden des Phönix beizutreten und spionierte stattdessen für das Zaubereiministerium. In ihrer Animagus-Form einer getigerten Katze spionierte sie die Todesser aus und übermittelte Informationen an Auroren des Ministeriums weiter. Sie überlebte den Ersten Krieg ohne persönliche Verletzung, erlitt aber den Verlust ihres Bruders Robert McGonagall und vieler anderer. Minerva genoss ihre Rolle in Hogwarts in vollen Zügen. Sie war eine strenge, aber faire Professorin mit einer Leidenschaft fürs Unterrichten. Obwohl sie die Verbindung zum Ministerium abgebrochen hatte, ist Minervas ehemaliger Chef in Kontakt mit ihr geblieben. Was Minerva nicht wusste, war, dass ihr Chef sie nicht aus beruflichen Gründen kontaktierte. Er war nämlich verliebt in sie. Sie ist klug, tritt sehr bestimmt auf und ist eine sehr begabte Hexe. Als Professor Umbridge ihren Unterricht kontrollieren will, lässt sich nicht von ihr auf der Nase herumtanzen. Trotz des einschüchternden Auftretens ist sie sehr emotional und leicht gerührt. Professor McGonagall unterstützt Dumbledore sehr loyal. Auch als der Zaubereiminister und 2 Auroren ins Schloss kommen, um Dumbledore festzunehmen, ist sie sehr wohl bereit, gegen sie zu kämpfen. Als Dumbledore während Harrys 2. und 5. Schuljahr vorübergehend abwesend ist, versucht sie alles in seinem Sinne zu regeln. Auf Dumbledores Aufforderung hin wagt sie es auch, Voldemorts Namen auszusprechen. Als Gegnerin der schwarzen Magie ist sie ein aktives Mitglied im Orden des Phönix geworden. 1995 stellte sie sich gegen die damalige Inquisitorin von Hogwarts, Dolores Umbridge. Minerva McGonagall übernimmt nach Severus Snapes Mord an Albus Dumbledore am Ende von Harrys 6. Schuljahr die Schulleitung. Im darauffolgenden Schuljahr wird Professor McGonagall aber erneut Lehrerin im Fach Verwandlung, da Severus Snape vom neu besetzten Zaubereiministerium offiziell zum Schulleiter ernannt wird. Sie versuchte auch die Schüler im Schuljahr 1979-1978 bestmöglich vor den Carrows zu schützen. Sie kämpfte in mehreren Schlachten beider Kriege und überlebte.
Was denkst du über Professor McGonagall? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.